Ja, Donnerstag, der 7.5. Heute habe ich schon mit einem Kind telefoniert und ich habe eine Umfrage gemacht, eine Elternumfrage über Microsoft Forms, um den bisherigen Stand meiner Online-Homeschooling-Aktion zu evaluieren und vielleicht für nächste Woche ein paar Schlüsse zu ziehen, wie es weitergehen kann. Also ich bin gespannt auf das Ergebnis. Innerhalb der ersten Stunde haben jetzt schon 9 Leute mitgemacht. Das ist doch super. Also ich hoffe, dass noch viele mitmachen und ich dann ein repräsentatives Ergebnis bekomme. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, jetzt habe ich mit der Kollegin aus der Notbetreuung telefoniert, weil sie den Leistungsstand von ein paar Kindern so ein bisschen durchgegeben hat und wir Absprachen getroffen hat, wo die jetzt weiterarbeiten können, damit sie da vorwärts kommen. Ja, jetzt habe ich eine Stunde mit meiner Referendarin, der Marisa, telefoniert. Grüße, wenn du das siehst. Wir sind mal die Stunden nochmal durchgegangen und haben nochmal schulrechtliche Sachen besprochen. Ich hoffe, ihr könnt ihr da irgendwie weiterhelfen. Jetzt koche ich gerade ein paar Nudeln, weil in einer halben Stunde ist jetzt die Konferenz mit dem Kollegium und dann muss ich ja wieder fit sein. Also, tschüss. So, dann muss ich mich mal umziehen. Zu viel Tomatensoße auf meinem T-Shirt. Dann hatte ich jetzt meine Zoom-Konferenz. Und ja, wir wollten eigentlich über Jitsi sprechen, aber nach, ich glaube, 15, 16 Leuten war das Ding komplett überlastet. Dann haben wir einfach über Zoom telefoniert, das funktionierte dann wunderbar. Also jetzt habe ich erstmal eine Stunde Pause und dann telefoniere ich noch mit einem Kind. So, fertig mit dem Kind telefoniert. Sie hat es wunderbar gelesen, hört sich schon viel besser an als Anfang der Woche. Manche Kinder rufe ich ein paar Mal in der Woche an, wenn es so ein bisschen hakt, dann gucke ich, dass es irgendwie besser klappt. Und dann habe ich für den Wochenplan noch was rausgesucht für Englisch, damit wir auch noch andere Fächer ein bisschen mehr berücksichtigen. Es kam jetzt schon bei der Elternumfrage so ein bisschen raus, dass sich manche Eltern das wünschen, dass wir auch andere Fächer noch berücksichtigen, außer Deutsch, Mathe, Sachunterricht, weil das ja dann so ein bisschen langweilig ist, wenn man immer nur Deutsch, Mathe und Sachunterricht macht. Genau, deswegen haben wir auf Englisch und Rallye und gucken wir mal, ob wir was für Musik finden, damit die Kinder auch mal was anderes sehen. Genau, jetzt rufe ich mir meine Referendarin an und frage mal, wie weit sie gekommen ist mit ihren Karteikarten. Die wollte sie nämlich heute Mittag noch schreiben, damit sie für morgen für die Prüfung gut vorbereitet ist. Ich bin gespannt. So, dann gucken wir doch mal, was meine Eltern da so geantwortet haben. Also das ist hier meine Umfrage bei Microsoft Forms. Also wie man sieht, werde ich sehr gut bewertet. Gucken wir mal. Also die meisten sagen 5. Hä? Wieso sagen die 1? Das passt aber nicht. Ich habe eben schon mal geguckt zu den anderen Ergebnissen, die da kamen. Hat sich vielleicht einer in der Wertung vertan. Also eigentlich war 5 das Beste und 1 das Schlechteste. Naja, okay, wir gucken mal weiter. Was gibt's da? Unterstützung, Social Media und außerdem YouTube. Sehr gut. Antworten tue ich auch, wenn man mir schreibt. Sehr zufrieden. Keine Wünsche. Bitte. Noch mehr Zusatzaufgaben wünscht sich da jemand? Okay, kriegen wir hin. Online-Klassentreffen. Oh, das wollen die also schon. Also sieht so aus, als wäre da schon gewünscht, dass wir uns auch mal in der größeren Gruppe miteinander treffen. Und Online-Elternabend. Nur 3 Punkte, das heißt okay. Wie haben die denn da geantwortet? Also, aha. Also manche wollen es wirklich überhaupt nicht. Anderen ist es egal. Und nur ganz wenige finden es toll. Ist ja auch mal interessant zu sehen. So, wie geht's weiter? Pensum ist in Ordnung. Ja, also da sieht man dann, also Zusatzaufgaben brauchen dann doch nicht so viele. Wertung für Einführungsvideos. Oh, grandios, sehr gut. Also Videos
soll ich anscheinend weitermachen. Aufgaben. Mehr Aufgaben. Oh, da ist aber ein riesengroßes, großer Roman. Na, lass mal lesen. Ja, das ist eine gute Anregung, dass ich am Anfang vom Video sage, welche Materialien die alle brauchen. Und dann mache ich den einen Spieler rein und dann fange ich an zu erklären. Also das kann ich direkt umsetzen für die nächste Woche. Aha, also da ist ein Kind wohl sehr schnell. Naja, dann müssen wir wohl noch ein paar Zusatzaufgaben uns mal aussuchen. Ansonsten kann man ja auch Bücher lesen. So, und abschließend sieht es ja hervorragend aus. Hervorragend. Ach, wie rührend. Süß. Ja, sehr gut, meine Umfrage. Meine Schlussfolgerung dafür, davon ist jetzt, ich soll so weitermachen wie bisher und vielleicht ein paar mehr Zusatzaufgaben machen und andere Nebenfächer ein bisschen mit beachten und ansonsten ein Jitsi-Klassentreffen organisieren. So, das sind jetzt meine Aufgaben für die nächste Woche. Also, ich werde Bericht erstatten. Ja, also ich habe jetzt noch 2 Stunden mit Marisa telefoniert. Aber jetzt ist sie auch wirklich total gut vorbereitet. Und ich habe jetzt sozusagen Feierabend, glaube ich. Also ich meinte, wenn irgendwas ist, kann sie mich weiterhin anrufen. Mal gucken, vielleicht meldet sie sich ja nochmal, dann telefonieren wir nochmal. Genau, ist ja jetzt alles ganz spannend, so vor der Prüfung, der letzte Tag. Da muss man jetzt nochmal komplett durchfauern. Ja, und dann habe ich meine Kinder jetzt mal zu meiner Mutter gefahren, damit ich die morgen früh nicht mehr versorgen muss und die dann morgen gut aufgehoben sind und ihren Wochenplan dann bei der Oma arbeiten können. Ja, und dann habe ich Zeit, um mich komplett um die Prüfung und meine Referendarin zu kümmern. Das wird toll. Sie wird eine sehr gute Prüfung machen.